Nochmal eine Bitte, Christian. Auf dem hohen Ton, nicht so schnell runter. Sonst behauptet er sich gar nicht gegen zweite Geige und Taftefall und überhaupt nicht gegen Cello und Bratsche. Das ist eine Welt. Dies ist eine andere. Und je höher, desto langsamer, desto breiter. Christian, es ist ein bisschen virtuos und italienisch. So, italienische Lehrer auf. No, nicht so schnell und lass dir Zeit. Viel besser, lass dir Zeit. Tim, babam, babam. Gib ihr einen melodischen Charakter, auch bei dem Tempo. Nei tre anni in cui ho accompagnato Celi Bidache durante le sue prove e le sue lezioni, cioè dal 1988 al 1991, ho cercato non di mettere in risalto l'uomo di successo, ma di vedere attraverso i suoi occhi qual è stata la ricerca a cui ha dedicato tutta la vita. E cioè trovare una risposta alla domanda: come può il suono rozzo che si sviluppa da un corpo vibrante di 130 orchestrali o di un unico violino diventare musica? Das ist dazwischen. Christian, das ist nicht frei. Wenn das nicht frei ist, wie soll das gespielt werden? Ja? Ja, besser. Besser. Man kann es aber noch besser. Ich kam früh genug weg von der Idee der Schönheit. Kunst ist schön. Ja, ohne Schönheit würde keine Kunst treiben. Aber Schönheit ist nicht die Endstation. Das ist the bite, die, wie heißt das, das, was man... Der Köder. Ohne Schönheit würden wir nicht dahin gekommen. Aber wie Schiller schon sagte, alle Menschen, die zu Schönheit gekommen sind, werden es mal erfahren, dass dahinter die Wahrheit steckt. Was ist wahr? Auch nicht weiter definierbar durch Denken, aber erlebbar. Fantastisch zusammen gebellt, aber ich habe nichts verstanden. Ihr wart lange nicht in der frischen Luft. Wie ist denn das? Delikadenz. Bei den Untergang sieht aus, als ob das so laute Treppen sind. Aber es fällt die zweite, die vierte, die neunte und dann macht ab und zu muss man springen. Also, noch etwas will ich von dir. Wie ist das der Anfang? Das ist noch in der Harmonie. Also nicht nur das. Eine neue harmonische Perspektive machst du auf. Und wie ist der Klang? Bloß nicht sofort da, pa-pam, sondern melodisch aufmachen. Und nicht nur mit der äußerlichen Intensität. Christian, dich bringe ich noch um. Das ist die Beste bis jetzt. Weil du jetzt sehr konzentriert nachgedacht hast, dasselbe, selbst durch eigene Imitationen rausgefunden, was richtig jetzt war. Jetzt gesungen! Ich habe angefangen,
mich für die Wirklichkeit, für das, was man eventuell Wirklichkeit nennen kann, nennen es wieder, denken. Was sei diese Wirklichkeit? Und wie in jedem Intellektuellen, ich wollte das verdinglichen, zu irgendeinem Gegenstand kommen. Wie die Franzosen sagen, chosifier. Aus dem, was Wirklichkeit ist, ein Ding machen, dann sagst du, das ist Wirklichkeit. Und ebenso wenig gelang es mit Musik. Was sei Musik? Das ist Musik. Es gibt keine Definition für die Musik. Sie ist außerhalb des Denkens. Das, was eventuell entsteht, steht absolut außerhalb des Denkens. Dass sie auf dem Wege des Denkens zusammenzustellen ist, Proben, die ganze Angelegenheit, was wir da Ordnung im Material nennen, bringen, das ist nicht anders zu haben. Sie kommen zu dem nicht, wenn keine Ordnung drin ist. Und Ordnung ist mal denken. Wenn es kommt, aber alles ist überwunden. Due mesi dopo la rivoluzione rumena e l'esecuzione di Ceausescu, Celibidache si reca a Bucarest con l'orchestra dei Münchner Philharmoniker. Egli è nato nel 1912 nel nord della Romania e negli anni 30 ha vissuto proprio qui a Bucarest prima di lasciare il suo paese per andare a Berlino, dove poi ha conosciuto Wilhelm Furtwängler. Con questi concerti Celibidache ha voluto dimostrare ai rumeni che l'Europa guardava di nuovo a loro. Celibidache ha esitato a lungo prima di legarsi all'orchestra dei Münchner Philharmoniker, che ha diretto per la prima volta nel 1979. Attualmente è l'unica orchestra con la quale lavora. Habt ihr viel geschlafen die Nacht? Ich sehr wenig. Und ich habe Unglück viele Verwandten entdeckt, die ich gar nicht wusste. Gar nicht kennen, ja. So. Links, perfekt, jetzt schön. Phrasieren mit der linken Hand jetzt.
Spitze! Auch im Charakter. Auflösen. Flor le dà mozzumesca. Ghiocei, n-am mai văzut ghiocei de nu știu când. Și alea vezi cum, mov, cum se cheamă? Răduce? Nu, toporaș. Toporaș, da, da. Ați spus la conferința de presă că dumneavoastră nu veți scrie, că cuvântul scris da. E mort. Și aveți perfectă da. Dreptate. Însă tradiția cumva trebuie să, pentru sufletele noastre, umile. Ce numești dumneavoastră tradiții? Nu știu, este un concept vag și ne... Tot ce au făcut ceilalți. Nu neapărat. Dar cum? Tot ceea ce să fac... Ce am putea să învățăm de la dumneavoastră? Asta nu-i tradiții. La mine ai să înveți ceva, că nu există tradiții. Ai să înveți că bucata nu există. Se naște de fiecare dată din nou. Deci cine să sprijine pe tradiții sunt impotenți. Ah, ce aș face eu dacă aș putea. Eu când sunt invitat la un concert, este poate pedeapsa vieții mele. Eu dacă ar fi să mă închid în, nu știu, Partidul Comunist Român, și mi s-ar oferi, domnule, ce vrei, să stai 5 ani în pușcării sau să asculți un concert dirijat de Bridicianu, să spun. Nu râdeți, mă! Dar îi țineți minte pe toți? Nu râdeți, că sunteți toți vinovați. Așa este. Ați înlesnit. Așa este. O mediocritate, fără niciun talent, un intrigant cum nu sunt doi, să ajungă să determine evoluția artistică a României, unul dintre cele mai talentate popoare care cunosc. Dar cum ați înghițit, mă? Cum ați înghițit? Sistemul este. Sistemul este. Da, ne să spun un lucru. Nu trebuie să o iei așa ușor. Aveți toți o enormă vină în situația mediocră artistică în care vă găsiți. Oi. Adică ce ai spus, Matale, din care eu într-adevăr pot să înțeleg, este că ți-ai dat seama de o formă de liniște. Însă ce nu ți-ai dat seama, ai crezut că eu am provocat-o. Nu. Mata ai putut să asociezi valorile așa, încât să te desprinzi de presiunea din stânga și din dreapta și te ridici deasupra sunetului și ai auzit ceva. Ceea ce ai auzit este liniștea asta. Vorbește așa, ca și cum muzica ar fi ceva în sine.
Nu există nimic care se poate chema muzică. Sunetul, care nu e muzică, poate, sub condiții speciale, să devie muzică. Deci, nu există nicio legătură inevitabilă între sunet și muzică. Există sunet fără muzică, există sunet care poate conduce la muzică. Înțelegi? În tot ce ai spus, Matale, m-a deranjat ceva. Că pui tot asta în legătură cu mine. Eu n-am nimic de spus. Mata nu știi cine n-a trăit, cine n-a ajuns să trăiască această detașare. Nu celibidache, Matale. Ich habe dir erzählt, ein schönsten Kompliment meines Lebens. Nach einem Konzert, ich war sehr jung, das zweite Jahr meiner Karriere damals, oh, ich war aufgeregt. Und nach dem Konzert kommt sie zu mir, so wunderbar, so friedlich und so zusammen, so geschlossen irgendwie. Und sagt, es ist so. In diesem Mensch müssen dieselbe Korrelationen stattgefunden haben. Denn sie dachte, was ich denke. Nicht, es ist schön, es ist ja wunderbar. Ja gut, das sind tausend Ausdrücke, die nicht die Wirklichkeit treffen. Aber es ist so. Ich hätte es nicht besser formuliert. Und ich bis heute denke ich, das ist das Schönste, was ich von einem anderen Mensch, der mit mir zusammen musiziert hat, gehört habe. Habt ihr noch Geduld? Nur einmal den ersten Satz einmal durch? Ja? Es ist wahr, wir vergessen so viel. Aber ist es auch wahr, dass sie sich vieles erinnern? Und mal sehen, wer das Rennen macht. Wissen Sie, ich weiß, diese ständige Konzentration ist nicht eine Sache des täglichen Lebens. Jetzt trotzdem dabei bleiben und nicht einer von den vielen, sondern aus den vielen wird eins. Das ist schwer. So. Allmählich, das hat. Wir integrieren einen Dreiklang. Und das, was wir gesungen haben, hat seine Bedeutung. Und terara, terara, pa! Mit der Pistole geschossen, so aus dem Bestehenden weiter. Denn wir haben das eingeprägt, die Atmosphäre geschaffen. Jetzt nicht schreien, weil da vorne steht. Nochmal. Das war wunderbar. Jetzt, wie es war. Wunderbar kontrolliert, ja, sehr schön. Jetzt auch da, wir achten, der Bass hat wunderbar begleitet, aber ihr habt es mal mehr gegeben. Also wir wissen nicht, wie sie singen, sondern nach Bedarf. Es sind drei Stufen, wir machen daraus eine einzige Gestalt, ja, von vorne bis dahin.
weit getrieben, zu weit verschwunden. Nicht fallen lassen, sie diminuieren zu stark, zum vierten Mal. Nicht zu weit diminuieren. Es klingt schrecklich gewollt und wir wissen jetzt, dass sie diminuendo und leise und transparent singen können. Es ist gut für den Anfang, aber da muss ich behaupten, tirararam, pirararam, nicht weg am Ende. So, wollen wir ein bisschen versuchen von den anderen Sachen, ja. Nicht enttäuschen, Chor, wunderbar bis jetzt. So. Eine Probe ist nicht Musik. Eine Probe ist eine Summe von unzähligen Nein. Nicht so schnell, nicht über den Fagott, nicht so laut, nicht so flau, nicht so, nein, nicht, nicht. Wie viele Nichte gibt es? Billionen. Und wie viele Ja? Nur eins. Molto meglio, molto meglio. C'è pure un, non lo dico, ma te lo dico, quello me lo devi dire te. Dov'è un punto morto ancora? Alla prima nota lunga. Io ho sentito. Tim pom pom pirerum. Un'altra volta, sentilo. Non era lì. Sì, ma non... No, non vedi niente? No. Un'altra volta. Sentire senza dirigere, senti come fanno loro. Quindi loro tentano di uscire un'altra volta troppo presto. Bisogna usare la psicologia della ripetizione, ripete, ripete, riprende, poi riprende, ma fino a quando? Un'altra volta. Quindi che c'è di interpretazione in questo che facciamo adesso? Non è altro che un processo di riconoscere cosa aveva in mente di fare. Perché lui partiva da un vissuto e cercava la stenografia per poterlo notare. Noi partiamo dalla stenografia per arrivare al suo vissuto. Quindi, e non è mica curioso che lui non avesse saputo, ma forse lo sapeva pure. Allora. Facciamo tutti? Sì, no, 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 ancora, eh. Interpretazione mia? Guardi con quale oggettività. L'hai fatto un po' come un sonnambolo che per la prima volta sente per dove la porta. Beh, adesso però stavi sentendo di dentro. Un'altra volta, più convinto adesso? Adesso lo sai. Il sapere sparisce. Cos'è il sapere? Attaccamento al passato. Ma adesso, mentre io lo sto criticando come direttore, lui perde la spontaneità. Lui deve arrivare per i mezzi suoi alla realtà. La realtà sarebbe quello che non è di natura interpretativa. Ci sono fatti che esistono anche se noi li sconosciamo. Infatti, tutta la mattinata non abbiamo fatto altro che trovare quella realtà che si nasconde dietro le note. Non abbiamo mai detto: tu non sai cosa si fa così. Questo è un cretino. Invece, scoprire cosa che c'è che al di fuori di noi, al di fuori di ogni tentativo della volontà di acchiapparsela, no.
è al di fuori di questo. Anche adesso io gli potrei spiegare, no, la frase è così, così, e lui imiterebbe Celibidache. Invece io insisto, come e noi, come? Sì, devo, non ho scelto, si rende conto lui stesso che andavo dietro le note senza averle capito, senza averle assimilato, umanizzato. Sì? Io credo che il punto culminante è quando la gente... Ich erwarte so viel von dir, weiß nicht, wo ich recht habe. Sieht so aus, als ob du was schaffen würdest. Ja, ich möchte es unbedingt machen. Ich möchte es unbedingt machen. Na sicher. Und von, rauchst du? Nein. Nie eine Zigarette zu denen, ich auch nicht. Celibidache non smette mai di insegnare. Chiunque può diventare suo allievo. Non ci sono esami d'ammissione né diplomi. Leonardo Gasparini lo segue ormai da 10 anni. Celibidache ha invitato lui e la sua orchestra nella sua casa di campagna vicino Orléans, dove vive quando non è a Parigi oppure a Monaco con la sua orchestra. I musicisti qui non ricevono formule prestabilite, ma vengono ricondotti alla dimensione dell'ascolto. Sì, hai un'idea in fondo qual è la parte principale? All'inizio la viola. Senz'altro. E dopo? E dopo passa i primi violini. E perché non l'hai fatto? Sì, sì. Anch'io... Mio amor, io in vita mia non ho sentito questo pezzo. Anche io, maestro. Ma subito mi sono orientato con quello che c'è. Dico, non può essere così noioso qui. Quindi ho cercato, deve essere lì. E quello che era essenziale non era fuori. Quindi, ecco, è venuto tutto fuori. Qual è il primo problema quando attacchiamo un pezzo? Va di là e finisce là. È una massa di cose. Come si suddividi questa articolazione? Il pezzo tutto è un'articolazione. Comincia e finisce. Come si suddivide, che non vibra in tutta la sua integrità, si spezza, e qui, e qui, e di più e di meno. È un criterio per poter individuare la costruzione. Senza di questo sarei sempre schiavo di una partitura fatta da uno che non sapevo, sino sentiva. Wie realisiert sich das nun praktisch im Schlag? Im Schlag natürlich. Der Impact hat die meiste Kraft. Und die Assoziation mit der Schwerkraft bringt den Impact nach unten. Alle eins sind nach unten. Eins. Nicht eins, sondern eins. Ja, und die anderen, indem ich die drei haben möchte, mit etwas Betonung, ich kann mich schlecht so, ich kann wunderbar so ziehen, aber schlagen kaum. Deswegen ist die 3 beim Kreuz draußen, 1 innen, draußen 4. Beim Triangel, wie kann ich am besten auskommen? Warum nicht so 1, 2, 3? Weil auf 3 mehr Spannung wäre wie auf 2. Und das entspricht, wenn die 2 auswärts geht. 1 weniger am wenigsten, 1 weniger am wenigsten. Es gibt heute noch die Menschen, die, aber lassen Sie die Welt ausruhen. Davon hat keiner eine Ahnung.
Das, was am einfachsten in jedem drehen ist, kennen sie nicht. Was ist es denn, was die Leute schlagen? Also diese Figuren sieht man ja. Schlagen ist das primitive Puls. Aber sie schlagen ja nicht nur so, nicht nur immer die Eins raus. Ach was, sie können nicht so, wahrscheinlich sieht es mechanisch aus, dann machen sie auch so. Alle Schlagpunkte sind auf derselben Linie. Eins, zwei, drei, vier, eins. Warum? Wenn die auf derselben Linie sind, sie haben eine Dimension des Ausdrucks. Jetzt verändern sie die Linie, sie gehen nach oben. Jeder merkt, da ist etwas mehr. Ohne dass die Intensität stärker wurde. Ein Mehr, was je nach dem Stück und nach der Situation einen Ausdruck erfährt. Oder weniger. Eins, hier bin ich, jetzt gehe ich runter. Zwei, drei, vier, eins, zwei. Aber nicht nur diese Dimension hat der Dirigent als Ausdrucksmöglichkeiten. Er kann nach vorne, auf diese Linie, ein, zwei, drei, vier, ein, nach vorne gehen. Er kann nach hinten gehen, ein, zwei, drei, vier, eine andere Dimension. Was kann er noch? Er kann hier, sehr konzentriert, und er kann nach außen gehen. Er kann sich, das ist die dritte. Warum wieder nur drei? Weil der Raum, alles, was für uns maßgebend ist, dreidimensionell ist. Auch hier drei, auch hier die drei Figuren. Berührt nichts mehr. Wieso kommt in der Bibel immer von Himmel und Hölle ist die Rede? Ja, und warum nicht? In Ewigkeit Hölle, in Ewigkeit Himmel, das ist so beschrieben. Aber sicher. Warum in Ewigkeit, wenn Leiden da, doch vergänglich ist? Wenn du nicht Leiden und Freude und oder Überwindung erleben kannst, kommst du ohne weiteres auf den Begriff Ewigkeit. Und du behauptest, du kannst verstehen, was Ewigkeit ist. Wie wäre Ewigkeit zu verstehen mit dem begrenzten, vergänglichen Denken? Und wenn das nicht zu denken ist, ist es noch zu schreiben? Ja, das steht in der Bibel. Und die Bibel spricht vom Paradies, das, was die Menschen erleben, nachdem sie katholisch gelebt haben, oder Höhle. Was ist Höhle? Da wird eine Definition. Na, Höhle, finde ich, ist das, was, wo wir leben. Das ist die Höhle. Konferenzen, Friedenskonferenzen, dann die ganze Gelder der Humanität in der Kriegsindustrie stellen. Und doch Friede suchen. Mhm. Es ist sehr schwer, etwas Gutes zu tun, wenn man nicht den Blick hat. Wenn ich diese Sicherheit hatte, was ich auf dem musikalischen Gewebe habe, im Leben hätte, wäre ich woanders. Hab's nicht. Zu spät angefangen. Mit was? Mit Gottliebe. Also es ist so, denke ich, dass eine Gotteserfahrung nur im Jetzt stattfinden kann. Wenn es nicht wirklich die Gotteserfahrung auf Gott mündet, dann ist kein Jetzt mehr. Denn jetzt ist die Ewigkeit. Ja. Also ich verstehe nur so, dass es nur Wandelbarkeit gibt, aber Zeit nicht. Das ist alles relativ. Wir meinen, wenn alles relativ ist, ist das Prinzip, dass alles relativ ist, auch relativ. Auch. Warum sagst du es noch? Ja. Im Gegenteil, der Gegenteil ist wahr. Alles ist absolut. Alles ist einmalig. Du bist eine Einmaligkeit. Obwohl,
die Welt und diese falsche Entwicklung der Menschheit hat gebracht, diese soziale Pression, so weit, dass die aus dir eine Nummer machen wollen. Du bist unwiederholbar und einmalig. Und jedes reine Bewusstsein ist individuell absolut bestimmbar. Wie ein Tropfen Wasser ist völlig abgegrenzt. Mhm. Aber im Wesen ist das Wasser, was im Tropfen ist, nicht anders von dem Wasser im Ozean. Es ist dasselbe Wasser. Mhm. Und jedes Wasser, jedes Bewusstsein will zurück zu dem allumfassenden Bewusstsein, wo es herkommt. Non grande, non grande, Pico. Pacifico adesso, armonioso. Puoi rimanere pure in due. Adesso, non l'ho sentito tanto bene. In che si è cambiato, si è metamorfosato questo tema dopo lo sviluppo? Neanche te. Quindi è un po' meccanico. All'inizio si comincia uno contro l'altro, poi si va insieme e si termina insieme. Vanno d'accordo uno con l'altro, una idea con l'altra. All'inizio no, all'inizio anche la viola quando fa tiro, pararam, imitazione, nella fase pacifica si è finito. Non incitano a una nuova azione, anzi bisogna finire e finire come? Assieme. Beh, se l'hai sentito benissimo, non c'è nulla da dire. Hai fatto assolutamente tutto, ma questa è un'orchestra che ha bisogno di molto meno gesto. Puoi arrivare in fondo con gesti molto più piccoli e molto più suggestivi. Ma comunque benissimo. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, fermata. Questo è un corale moderno. Per concludere, un esercizio di spontaneità. I musicisti suonano improvvisando a loro piacere, seguendo solo il gesto di Celibidache. Ognuno fa quello che vuole, però dirige come faccio io. Si è piano piano, si è forte forte. Corona, corona abbiamo detto. Corona. Due, due e corona. Praticare la spontaneità, un'altra volta, la terza frase.
dal settimo con la settima misura. Stucken Schmiede Moto, altrimenti avete detto Dio che ben pensato questa composizione. No, voi fate una risata invece. Beh, lasciamo stare. Bene, abbiamo finito. Buon viaggio a casa e fra molto presto, sì? Ciao. Grazie.